you mm -hmm. Vor langer Zeit hat Zwern ein Schlosserburg gelebt, der gar ein lockeres Zeiserl war. Den hat mal sein geschafft, mit der Scheibdrucker vor das Stadttor zu fahren, dort ein notwendiger Alarm fürs Gewerb auszugraben und heimzuführen. Alsbald ist auch der Bur aufgefahren und hat arbeiten wollen. Often sind aber gerade auf dem Feld eine liftige gestanden. Die sie justament, ums letzter anzuheben, mit der Formel Orniche, Borniche, Siriche, Seiriche, rippati, bippati, Knoll aus haben. Na, no, das war für unser Nimmergut schon einmal eine ganz große Lokspeis. Gleich hat er alles liegen und stehen lassen, ist zum Bierberlen gelaufen, hat mit einer gespült, drüber da wird vergessen, und auf die Weis die kostbare Zeit verdandelt, bis es finster wurden und Birbeln heim sind gegangen. Often hat er wieder zu der Arbeit geschaut und hat sie angeschickt, zöbi Viertel zu machen. Da wäre aber alleweit dumperer und dumperer worden und auf Letzt gar Nacht. Zun hat sie Blutrot gehabt und ein großmächtiger kohlroben schwarzer Wolkerfrotz hat schon grausliche Gefräse auf die Erde runtergeschnitten. »Huhu, oft in Isenburgm schier Angstli worn. Verflixt, wie ha mir verspart. Jetzt hat Horst Reis ausnehmer. Sagt er und wirst schlarni Schaufel und n Kramper in Scheibdrocher und fort nach der Stadt zur. Wäre aber vor Tois is was woas scho Oft'n Oftn Fländer Peterle und weiselt, »Ei, Unglückskind, wir kimm den in die Stadt eine, oft nicht keinen ho, um was da aufmachen zu lassen. Glei mächtig is Teufel sagen, wann nur eine kämer kind. Kom hat da so vermesser gredt gehabt, Is a scho a kamp und winzigs vor ihm gestanden. Des hat a bringrot warmslag gehabt, eine schwarze Hosen und drei a die Hornerfedern auf dem Hut. Zwing was flänzt, Buhr, fragt's mit der kriegeldratschatten stimm Stimme. Ah, ich aber Not zu sagt oft der Bur drauf. Ich soll Stod eine vor'n da ist aber schon zugemacht und ich ha halt keinen Spierkreizer, um es aufmachen zu lassen. Und der Horn kriechi über das noch schlecht von morster weil ich mich verspart ho <laughs> kichert's Manderl ins nu »Nuss Nacht, Nuss Nacht, das war kein Aber es sind nur Ruhe, Ich bin da, nur man redet gern davon. Hoffen wirst wohl einsehen, dass ich da helfen kann, wie auch will. Schau, ich gib da an Spielkreizer, du sollst keine Schläge kriegen und nur dazu, für mich meiner Macht schon an Mord geschickter Schlosser werden. Wannst du mir versprichst, dass du mein wüst sein, wannst in dein Leben ein einzigen Sunto aus der heiligen Mess ausbleibst. Das kann ich ja leicht da, was ich mich nicht Wischer denkt sie der bu und schlagt leichtsinnig ein, gibt den roten Mandel, weil er hat nicht schreiben können, drei Tröpfel von sein Herzblut als pfand, vor die er Herrn Gegens Söbichin Spierkreuz erreicht und oftens sind sie halt voneinander gegangen. Der buer hat sie aber Schleine aufmachen lassen und wie er heim ist gekommen, ist ihm sein Meister gar freundlich entgegengegangen, hat einen fleißigen Burm geschalten und ihm hinlanglich Zesser geben. Nun, das ist gut. Nächsten Moring wie der Meister Gsö und Leabur in Feier, Ohr dann Kimts Rudi Mandel und für Werner Orchen an eisernen Ring an und go a künstligs Geschloss. Das traut sie weder der Master noch der zu machen. Often stötzt sie's Mandel schirch und tut sagen. Ui, was seid's es, vor schandliche Freder, Ein Galeerbuhr ist geschickter als es. Und wann ers zusammenbringer tut, sagt drauf Grinslat der Meister, so soll er der beide frei sein und g'sö. Often sagt der buer der gar nix Besonderes an der ganzen Geschichte findet, weil er ihm der Teufel blenden tut, Meister, s'güt, und heb gleich dran zu arbeiten an. Und in a Stund war's das a scho fix und fertig. Traf ist er mit Mandl zu der Werner Orchen gegangen, hat selbst mit dem Eisenring eingefangt und s künstliche Schloss dran geschlagen. Und wie das war geschehen, hat das Mandl zugesperrt, Schlüssel eingesteckt und is heut halt verschwunden. Seht da Zeit Ober, hast Orchen und Ort, wo's steht, der Stock um Eisen. Der Bauer ist aber gleich ein hot geworden, hat seinen Freibrief kriegt, ist offen, wie es bei den Handwerksleiter brauis, in Fremd gewandert und hat sie beinahe nierenberger Schlosser andingt. Oft sagt der nürnberger wie er in der Früh aufsteht zu sein Lehrburm. Herst, wenn der fremde Gsöll kommt, sagt er ihm, er soll Fenstergader machen. Sind er so ein Meine da, dass er wahrlich ganz Woche wird dran zu arbeiten haben.« Ui, Master, sagt drauf der Bub, der Gsöll ist schon seit einer Stunde da, und Fenstergader sind schon alle vierti. Er möchte gern wissen, was er jetzt arbeiten soll? Often hat sie über das der Nürnberger erstaunt und sagt, »Schlabra Wurst, wenn der so flink ist, wo nimm ich ins Arbeit vor ihm her? Often macht er einen eisernen zu einem Gaderwerk, Schwassen.« Kaum hat aber das unser Gesell vernommen. So wirft ein Witz das Gischt und zischt ein Amboss ins Feier und schwasten zu an ein Gaderwerk. Often war der Nürnberger so voller Schrauker, daß er ihn gleich aus dem hat da. Der ist aber wieder zurück auf gange, wie er zuben ankimmt der schon hin und her blusche, dass die Obrigkeit heut recht verdriessert hat, dass ein wüt fremder Mensch einen Schlüssel hätte zu einem Schloss an der oachen, und dass den gerns recht gabert, den's es klangert an neichen Schlüssel dazu, zu machen. Often war unser gleich auf der Heich, und hat sie Androhung an solchen Viertel zu machen. Natürlich war aber ein roten Mandel mit den nicht dernt. Often als er wieder Schlosser ein Schlüssel sitzt setzt er sie unsichtbar ins Feuer und vertrat ihm das Schlüsselbord. Der Agwix, die Schlosser hat aber den Schauber noch gleich gemerkt, schiebt gar Pfiff in den Schlüssel mit den Obe angesetzten Bord ins Schwarsofer wieder eine und was Mandel vor lauter Wut und Ärger, ordentlich blind war, hat's ihn wieder umtrat Und auf die Weise ist er recht angesetzt, aus dem Feuer rauszukommen. Often ist der Schlosser mit der Obrigkeit zu der Orchen gegangen und hat's Geschloss aufgemacht, vor desma ma ihm auch hat's Buche und Meisterrecht gegeben. Und des hat so lustig gestimmt, dass er höllat gejuchert hat, oft den so ein ewiger Andenker in eul die Orchen schlagt und Schlüssel Schlüssel in Hech wirft, der aber zur allermanns Schrocker ned wieder ist auf die Erde Sitz der Zeit ist sein Geschicklichkeit allerweil lautmaorig geworden, und er hat gar viel Jahre schon in Glück und Reichtum gelebt. Ger hat er nicht auf Gott vergessen. Es alles und Fleiß sind missgangen, und hat jetzt gar oftmals sein gottlos Jugendstickel bitterlich breit. Aber der böse Feind, der schon einmal ist seiner Master hat nicht mehr von ihm angelassen, hat nur Schleine wieder sein reisiges und unterdrückt und sein Gewissen betackelt mit Saus und Braus und guten Leben. Und so ist er in Ansum da in der Frohe, mit seinen Kameradnern in weinköller Weinköller bei einem Klebladel und einem Tuchlaben gesessen, hat Zecht und war voller fuchsner Often hat's Zähne geschlagen. Ui, jetzt hat muss ich in ins Mess gehen, sagt der Schlosser und hebt sie von Sessel auf. Ah na, sagt anderen, hast no Zeit. Wir wollen nur ein bisschen trinken und würfeln. Und sie haben gesoffen und gespült. Often hat's häufig geschlagen. Ui, jetzt hat muß aber ins Mess ge. Sagt wieder der Schlosser und hebt sie von Sessel. Noa, noa! lärmend Andern. Hast ja nur halbes Stündel Zeit und das will man noch mit Trinken und Würfeln zubringen. Und der Tanz ist aufs Neiche angegangen. Often hat's heuber zwölfig geschlagen. Kaas weiß es, hat der Schlosser die stürzt und der Kircher zu. Au weh! Dort wars aber wie er ausgehört. Ein einzigs alt hat er noch der Blick, der er fragt, ums Himmelswillen, liebs Faul, ist de letzte Mess schon aus? letzte Mess? Sie ist ja schon zwölf vorbei! sagt so traf betriegerische Teufelsweih, ob's gleich kaum halber zwölfe war. O mein himmlischer Vater! So hann ich mei Säulichkeit verloren! weiselt der Schlosser, stürzt verzweifelt in Weinköller zurück, reißt seine sübern Knep von Rog und schenkt seinen Kameraden an als ein warnens Andenker. Der war hat's wirklich zwölf geschlagen, und mit dem letzten Strach Stets rodi Mandal bei der Tier und ruft Obi. Du versäumt Messnet. Hast zwölf Leiten? Often steigt der Schlosser ganz verrückt in Heich, Affi, uns Mandal war größer als er. Und sie gingen zusammen und wir sahen Stefas freithof an, Schreit nehm er a blutroder Ries. Und wirst zu der Kirche dir kommen, sagt just der Geistli liebe Neudor, is aus. Often hat der blut Ries Kohlschwarze Herndeln und Greifer Klar, fast mit an ihn grimmen in Schlosser und fliegt mit ihm in sauserte Luft. Ging an oben zu hat man seinen zerfetzten Leib auf'n Rabenstornlicher gefunden, uns alte Mutterl ist vorbeigegangen und hat gesagt, ja, ja, vorgetan und nachbedacht hat manchen in groß Leiden gebracht. Der Basilisk von Wien. Man weiß genau, wann es war, nämlich am 26. Juni des Jahres 1212. Und zwar in der Straße unterm Tempelhof. Das ist dort, wo heute die Schönlaterngasse ist, im ersten Bezirk. Und zwar war es auf Nummer 7. Man hörte. Geschrei aus diesem Haus, es war das Haus eines Bäckermeisters. Geschrei, als ob da in dem Haus drin Mord und Totschlag vor sich gingen. Die Leute pumperten an die Tür, mach auf, riefen sie, aber es wurde ihnen nicht geöffnet, und da liefen sie und holten die Gendarmen und holten den Richter, und die schlugen an die Tür, und schließlich öffnete der Bäckermeister, bleich im Gesicht, und man fragte ihn, was denn passiert sei. Er erzählte, eine seiner Mägde habe den Kübel in den Brunnen geworfen, den Brunnen, der im Hof steht. Und da stieg ein ungeheurer Gestank aus dem Brunnen empor, dass ihr übel wurde, und plötzlich fing sie an zu schreien, wankte zurück, und sie wäre vielleicht in den Brunnen gefallen, wenn nicht ihr Schatz, ein Bäckergeselle, sie festgehalten hätte. Und die Magd war kaum zu beruhigen. Und sie erzählte, sie habe ein Ding gesehen mit glühenden Augen unten am Boden des Brunnens. Das erzählte der Bäckermeister. Die Leute standen um den Brunnen, die Gendarmen und der Richter. Und schließlich erklärte sich der Geselle, der Schatz dieser Magd bereit, wenn man ihn an einem Seil hinabließe in den Brunnen, dass er nachsehe, was dort unten sei. Und so geschah es. Und dann hörte man sein Schreien aus dem Brunnen. Man zog ihn schnell empor und auch er war verwirrt und nur ganz schwer zu beruhigen. Man fragt ihn, was sei, denn was ist denn dort unten gewesen? Was hast du gesehen? Und er stammelte: Ich hab dieses Ding gesehen, ein entsetzliches Ding mit glühenden Augen. Auf dem Kopf eine glühende Krone. Es sieht aus halb wie ein Hahn, halb wie eine Kröte und es stinkt ungeheuer. Unter den Leuten war ein Fremder, der ließ sich das noch mal ganz genau beschreiben. Und er sagte ja, schon der alte Plinius. Vor vielen, vielen hundert Jahren hat dieses Ding beschrieben, es ist ein Basilisk. Ganz selten gibt es so ein Ungeheuer. Und zwar nur dann, wenn ein Hahn ein Ei legt. Und wenn dieses Ei von einer Kröte ausgebrütet wird, dann kommt so ein Basilisk heraus. Ihr Wiener, ihr müsst diesen Basilisken loswerden, sagte der Fremde. Sonst wird er eure Stadt vernichten. Mit seinem Gestank und vor allem mit seinem Blick. Und die Leute sagten, was sollen wir tun? Was für eine Möglichkeit gibt es? Und dieser Fremde, der wusste einen Rat, er sagte, es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Ihr müsst den Basilisk in einen Spiegel schauen lassen, dann zerplatzt er an seiner eigenen Hässlichkeit. Wie sollen wir das machen?", sagten die Leute. "Ihr müsst einen Spiegel hinunterbringen in den Brunnenschacht", sagte der Fremde. Aber da war schon Tumult unter den Leuten. Und die einen sagten: ja, Woher weißt du das alles zu dem Fremden? Und woher kommst du überhaupt? Die anderen sagten: Du hast uns dieses, dieses Untier eingeschleppt. Und sie wollten schon auf den Fremden losgehen als einen Schuldigen. Er konnte noch fliehen. Und die Bürger von Wien beschlossen, das auf ihre Art und Weise zu tun. Sie füllten den Brunnenschacht mit Steinen auf und glaubten, damit sei der Basilisk besiegt. Niemand weiß, wie alt so ein Basilisk wird. Bis heute hat er sich. Nicht mehr gemeldet. Aber wer weiß. Meister Buchsbaum und der Nordturm. Im Jahr 1433 wurden die Arbeiten am Turm des Stephansdoms beendet. Gebaut und geplant war dieser Turm von Meister Brachatitz und seiner Werkstatt. Und gleich nachdem der Turm fertig war, er wurde der Südturm genannt, und bis heute wird er so genannt wollte man beginnen mit dem Nordturm, der sollte noch prachtvoller, noch größer, noch schöner werden. In der Werkstatt des Meisters Brachatitz war ein junger Mann, Hans Buchsbaum. Er hatte die Lehre absolviert bei Brachatitz, er wurde Geselle unter Brachatitz und er wurde auch Meister. Und das war ein ganz außerordentlicher Baumeister und sein Chef Brachatitz, hat ihn auch beneidet. Er wusste, er ist besser als er. Brachatitz war ein guter Lehrer, aber so ein guter Lehrer, dass er die Ambition hatte, dass sein Schüler besser wird als er. Das war er doch nicht. Er war neidisch. Buxbaum verliebte sich in die Tochter seines Meisters, Brachatitz, in Maria. Und sie trafen sich heimlich, die beiden, weil sie ahnten wohl, dass der Meister das nicht gerne sah. Er wartete an einer Ecke auf sie, und Maria lief auf ihn zu mit erhobenen Armen, und er sagte zu ihr, unter tausenden würde ich dich erkennen, wie du läufst, und sie sagt, das ist die Art und Weise zu laufen, wie Verliebte laufen. Und dann beschlossen sie doch, mit dem Vater zu sprechen, und Buchsbaum sagte zu Brachatitz, ich möchte deine Tochter heiraten, und Brachatitz sagte nein. Da gar keinen Umständen, er war eifersüchtig. Er war nicht nur eifersüchtig auf die Fertigkeiten seines Schülers, sondern er war auch eifersüchtig auf seine Tochter. Aber dann stutzte er und sagte, na gut, du bekommst meine Tochter unter einer Bedingung. Wenn du den Nordturm in einem einzigen Jahr fertigstellst, größer, schöner als der Südturm, dann sollst du meine Tochter Maria bekommen. Das war ganz und gar unmöglich. Mehr als ein Menschenalter wird nötig sein, um so einen Turm zu bauen. Mit den vielen Figuren, mit den Fialen und den Kreuzblumen. Mehr als ein Menschenalter. Aber Hans Buchsbaum hatte keine Ruhe und er dachte nach, ob doch eine Möglichkeit wäre. Und so saß er eines Nachts eben zu Füßen des ersten schönen Turms, dachte nach und da kam ein Mann auf ihn zu und sagte, du hast große Sorgen, ich beobachte dich. Und Hans Buchsbaum erzählte ihm, und er sagte, ich soll diesen Turm bauen in einem Jahr. Und der Mann sagte, ich kann dir dabei helfen. Und was verlangst du dafür? fragte Buxbaum. Er sagte eigentlich nicht sehr viel. Wenn du ein Jahr daran arbeitest, solltest du den Namen Gottes in diesem Jahr nicht in den Mund nehmen. Du sollst keinen der Heiligen nennen. Und du sollst die Mutter Maria nicht nennen. Das ist die Bedingung. Und Buxbaum dachte, na gut, das geht. Und der neue Turm wurde gebaut in ungeheurer Geschwindigkeit und es sah aus, als ob er noch schöner, noch größer werde als der alte Turm und es sah aus, als ob Buchsbaum doch die Wette mit seinem Meister Prachatitz gewinnen würde. Und dann stand Buchsbaum oben auf dem Gerüst eines Tages, kontrollierte die Arbeiten und da sah er unten über den Stephansplatz seine geliebte Maria, Laufen. So lange hatte er sie nicht gesehen, war Tag und Nacht mit Arbeiten beschäftigt. Und er sah, sie läuft so, wie sie immer läuft, die Arme erhoben, und er dachte, sie hat einen anderen Geliebten. Und er blickte ihr nach, aber sie verschwand, und er rief Maria. Und da hatte er den Namen der Mutter Maria ausgesprochen, das Gerüst brach zusammen, er stürzte in die Tiefe, und es war von ihm nichts mehr zu finden, außer ein Schwefelhauch. Der Teufel hat ihn geholt. Und der Magistrat der Stadt Wien beschloss, den Nordturm nicht weiterzubauen, und bis heute kann man dort nur den Stumpf sehen. Neid und das Frühlingsfest. Wer behauptet er mag den Winter lieber als den Frühling? Der ist entweder ein Snob, der einen besonderen Reiz aus der Niedergeschlagenheit zieht oder ist ein Lügner, der den Existenzialisten gefallen möchte. Die aller allermeisten Menschen lieben den Frühling und mögen den Winter nicht vor allen Dingen dann, wenn der Winter an sein Ende kommt. Und sie freuen sich darauf, wenn endlich der Frühling beginnt. Nur woran erkennt man, dass der Frühling beginnt? An der Temperatur? Nun ja, es gab Tage im Februar, da stieg das Thermometer über 20 Grad, aber es war noch mitten im Winter keine Spur von Frühling, man kann sich so täuschen. Oder etwa wenn die Wirte in den Schanigärten die Stühle und die Tische aufstellen. Aber auch das ist keine ganz sichere Sache. Eigentlich gibt es nur ein sicheres Zeichen für den beginnenden Frühling, nämlich das Veilchen. Wenn das Veilchen aus dem Boden sprießt, dann weiß man, es ist Frühling. Und das war immer schon so, das war vor langer, langer Zeit schon so. Es gab einen Brauch in Wien, das Veilchenfest. Und das war so: wer ein Veilchen fand und glaubte, er sei der Erste, der nahm seinen Hut vom Kopf, deckte damit das Veilchen ab und lief so schnell er konnte in die Stadt hinein, ging zum Herzog und sagte, ich habe ein Veilchen gefunden. Und wenn noch niemand vor ihm da war, dann war er der Finder des Veilchens. Mit ihm, er wurde gefeiert als derjenige, der den Frühling verkündet hat. Der Herzog zog seine schönsten Kleider an, die Herzogin zog ihre schönsten Kleider an, der ganze Hofstaat marschierte auf und man zog hinaus, vor die Stadt auf die Wiese. Man hat den Frühling begrüßt, die Herzogin hat das Veilchen gepflückt und hat es dem Herzog übergeben, zum Zeichen ihrer Liebe. Und da gab es einen Mann, Neidhart hieß er, es war ein Sänger, und er, er wollte so gerne mal am Hof des Herzogs singen, aber es hatte sich nie eine Gelegenheit dazu gefunden, er hat bei den Bauern gespielt, bei den Bauern gesungen. Und eines Tages, als er mit seiner Laute so über die Felder ging, von einem Dorf zum anderen, vor der Stadt, da fand er ein Veilchen. Und er legte seinen Hut darüber und lief so schnell er konnte in die Stadt. Aber er wurde dabei beobachtet, und zwar von einem Bauernbursch. Und dieser Bauernbursch konnte den Neidhart nicht ausstehen. Und er hatte dafür Gründe: nämlich der Neidhart, das war ein Schlingel, das war ein Frauenheld. Der hat den Bauernburschen die Mädeln ausgespannt. Und er wollte es ihm heimzahlen. Als der Neidhardt verschwunden war, ging er hin, hob den Hut auf, pflückte das Pfeilchen und er verrichtete seine große Notdurft auf die Wiese und deckte den Haufen mit dem Hut des Neidhardt ab. Neidhardt war inzwischen in der Stadt beim Herzog. Der Herzog sagte: Ja, du bist der Erste, du wirst gefeiert als derjenige, der den Frühling für eröffnet erklärt und. Der Herzog zog seine schönsten Kleider an, und die Herzogin ihre schönsten Kleider und der ganze Hofstaat zog hinaus zur Wiese. Und die Herzogin hob den Hut des Neidat auf. Und da war dann eine böse Überraschung. Und wenn der Herzog nicht so ein humorvoller und auch gütiger Mann gewesen wäre, der Neidat, wäre bestimmt im Gefängnis gelandet. Man lachte allgemein und dem Neidat wurde verziehen, allerdings einen Auftritt. Bei Hof bekam er nicht und der Neidat hatte einen bösen Zorn in sich und er hatte schon einen Verdacht. Er ging in das Dorf und dort fand er dann sein Pfeilchen oben auf einer langen Latte mitten auf dem Dorfplatz. Und drunter tanzte ein junger Mann und der sang: Neidat, du sollst es wissen, ich hab dir in den Hut geschissen. Und hat ihn dann der Neidhard gepackt und er hätte ihm den Schädel eingeschlagen, wenn dieser junge Bauernbursch nicht so ein, ein eloquenter Kerl gewesen wäre. Er hat nämlich dem Neidhard Folgendes klar gemacht. Er hat gesagt, schau, Neidhard, wenn du dein Leben und deine Kunst ganz objektiv betrachtest, dann wirst du doch eingestehen müssen, es wird wahrscheinlich mit deiner Karriere als Sänger nicht so klappen. Du wirst nicht unsterblich werden, aber wenn ich dafür sorge, dass diese Anekdote, diese Geschichte verbreitet wird, vielleicht nimmt sie Einzug in die Sagen um Wien und dann wird dein Name noch lange genannt werden der hat Ich weiß nicht, ob er das eingesehen hat, aber jedenfalls hatte dieser Bauernbursch recht. Der Scheißhaufen des Neidat nahm Einzug in die Sagenwelt von Wien. দদ